перевод негусеницы слева направо, а перевод происходит всегда из целого. Der erste Elefant, der zweite, der dritte, der vierte, der fünfte und die Zugabe. Man übersetzt das nicht ungestraft. Von Anfang an ist es jetzt klar, das wichtigste Merkmal des Menschen ist sein Bedürfnis nach Freiheit. Потому что, дай бог, я на Луну еще не летала. Bevor die Deutschen kamen und bevor der Ring um Kiew geschlossen war, hatte meine Mutter mir gesagt, du kannst gehen, ich gehe nicht. Muss es nicht heißen, besitzen mussten? Besaßen. Nein, das kann er nicht. Natürlich. Hier heißt es eindeutig, теперь есть. Dann doch wenigstens der Konjunktiv besäßen. Ich kapituliere. Warum übersetzen die Menschen? Das ist die Sehnsucht nach etwas, was sich immer wieder entzieht. Nach dem unerreichten Original.